In diesem Video geht es also um den Flächeninhalt von Parallelogrammen. Aber warum haben wir diese zerlegungsgleichen Figuren hier noch da aus dem ersten Video? Wir machen uns diese Eigenschaften zunutze. Was haben wir gelernt nämlich? Wir wissen doch, dass dieses Quadrat, das wir hier haben, denselben Flächeninhalt hat wie dieses Schiffchen. Warum? Weil wir das Quadrat nur so zerschnitten und zerstückelt haben und neu zusammengesetzt haben, dass aber dieselben Figuren daraus verwendet worden sind. Und das Gleiche ist jetzt die Aufgabe, die wir hier haben. Ihr habt von mir zwei Parallelogramme bekommen und eines davon klebt dann natürlich als Parallelogramm ins Heft und das andere, das sollte jetzt auch so zerstückeln, dass etwas entsteht, was wir kennen. Bisher kennen wir ein Quadrat und ein Rechteck. Also, man kann quasi ein Parallelogramm so zerschneiden und neu zusammensetzen, dass ein Rechteck oder ein Quadrat rauskommt. Wir schneiden also eines dieser. Und zwar schneiden wir das genau an der Stelle, da wo die Kante quasi einen Übergang hat. Einfach senkrecht hoch. Hier. Damit ergibt sich quasi ein Dreieck, das wir wegschneiden können. Und dieses Dreieck drehen wir einmal um und setzen es hier oben wieder hin. Was passiert nämlich dann? Dann gibt es genau dieses Rechteck. Andersrum hätte ich natürlich auch anders schneiden können. Ich hätte natürlich auch an dieser Stelle schneiden können und das dann hier unten hinsetzen können. Aber so schaffe ich es quasi, diese Schräge rauszukriegen und sie zu einem zu einer Senkrechten oder Rechteck zu ergänzen. Und dann ist es recht leicht. Jetzt kann ich die Längen bemessen, die, wenn ihr von diesem Blatt original habt, 5 cm und 3 cm lang waren, dann ergibt es 15 Quadratzentimeter. Damit muss natürlich auch das Parallelogramm 15 Quadratzentimeter sein, denn ich habe ja nur das hier so zerschnitten, dass das gleiche rauskam, was ich allerdings schon kannte, nämlich das Rechteck. Das Problem ist jetzt die Beschriftung. Beim Rechteck ist es ziemlich klar, da ist es die Seite A und da ist es die zweite Seite B. Kann man auch mal miteinander vertauschen, kommt nicht drauf an, also Seite mal Seite. In dem Fall ist es aber nicht Seite mal Seite, denn das, was ich hier als Größe habe, ist nicht mehr die Seite. Die taucht vielleicht noch hier auf, da wo ich jetzt mit meiner Maus lang gehe, aber das hier ist nicht die Seite. Wir können also nicht A mal B rechnen. Es hat sich eingebürgert, dass wir hier G mal H rechnen, denn das, was wir rausgeschnitten haben, ist ja die Höhe H. Also hier haben wir den Schnitt gemacht gehabt. Und jetzt könnte man natürlich sagen A mal H, also die Seite A mal H, aber das könnte zu Verwirrungen kommen, weil es ja zwei Seiten kommt. Deswegen hat man einfach gesagt, die zur G, die Grundseite zur Höhe dazu, also G mal H. Warum? Weil es gibt nämlich noch eine zweite Möglichkeit, das Parallelogramm zu berechnen. Das gibt nämlich auch hier die Möglichkeit, das als Grundseite zu sehen und dann diese Höhe zwischen den beiden Seiten. Das geht genauso. Wir hätten theoretisch auch nämlich hier schneiden können, wo meine Maus gerade fährt und dieses untere Dreieck nach oben setzen können, wäre auch ein Rechteck rausgekommen. Also, kurz festgehalten, die Formel lautet G mal H, Grundseite mal Höhe und wir sind draufgekommen, weil wir das Ganze in ein Rechteck zerlegen könnten. Aufpassen bei G mal H, es muss die Grundseite und die dazu passende Höhe sein. Nicht irgendeine Grundseite und irgendeine Höhe, sondern die müssen zueinander passen, so wie ich es euch gerade erklärt habe.